Hey und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge die Sims 4. Alles auf Anfang. Wir sind nun jetzt gleich auf einem Date mit unserem herzallerliebsten Werwolf. Und er hat uns jetzt an einen Ort gebracht, den er sehr, sehr gerne mag, denn er ist Schriftsteller, beziehungsweise liebt es halt, Geschichten zu schreiben und auch Tagebuch und so. Herr Werwolf Diaries, wir wissen alle, was abgeht. Und sie möchte Spaß haben. Ich glaube, wir werden heute Spaß haben. Wir sind in der Bibliothek. Auch richtig gut. Ich weiß zwar nicht, was ist das hier? Sollen das hier so Bahnschienen sein? Ich glaube, ja. Ich glaube, das sollen Bahnschienen sein. Wir sind in der Bibliothek von Moonwood Hill und wollen uns jetzt eigentlich mit Verabredung flirten. Was passiert, wenn wir ihn leidenschaftlich küssen? Bitten Freund zu seiner körperlichen Nähe. Im Busch Baby machen in Dusche. Digga, nee, bloß nicht. Bloß nicht. Bitte nicht, ist jetzt so ein bisschen zu früh, tatsächlich. Okay. Zählt das? Ja. Na dann. Oh, Zeit reden, ich kann nicht mehr. Können wir mit der Verabredung hier sitzen und plaudern? Okay, irgendwas fand er jetzt blöd. Lasst uns doch mal... Wer ist er denn? Er ist, glaube ich, auch ein Werwolf. Wolfgang Wilder. Ah ja, okay. Er ist safe auch ein Werwolf. Er findet irgendwas blöd. Hat er sie jetzt zurechtgewiesen? Komm, setzt euch da mal... Oh, setzt uns direkt neben Wolfgang. Zusammensitzen. Okay, Wolfgang geht weg. Guck mal, das findet er aber ganz gut. Über Kochen reden. Zusammen die beiden verspielt sein lassen. Schmusen. Let's go. Ich möchte nicht über Hochzeit reden. Was ist denn los mit denen? Tief in die Augen schauen. Das ist auch immer ganz süß. Dann können die... Genau, aufreizen, posieren, über Interessen reden. Ich glaube, dann haben wir gleich ganz viel schon abgedeckt von dem, was wir beim Date machen mussten. Da ist jemand sehr pissed. Okay, gut. Er hat uns immer noch nicht sein Aussehen gezeigt, ne? Er hat uns immer noch nicht gezeigt, wie er aussieht. Wir stehen sich angezogen zu fühlen. Ja, wenn das ist jetzt noch nicht klar ist, weiß ich auch nicht. Kitzel ihn mal. Mal gucken. Ja, ansonsten bitte ihn doch einfach dein Freund zu sein. Das macht ja aber keinen Spaß. Wieso macht ihr das keinen Spaß? Sieht auch ein sehr knappes Outfit an, muss ich sagen. Wir sehen sehr knapp. Okay, die haben... Oh, tiefe Verbundenheit. Das ist süß. Das ist sehr, sehr süß. Massier ihn mal. Schön, dass das gerade so buggy war. Okay, oder massier ihn halt auch nicht. Wange streicheln. Was fragt er? Ob die zusammenziehen wollen? Er hat viel drüber nachgedacht, als sie, ja, wahrscheinlich schon, guck mal, also, hatten die nicht vor diesem Mal jetzt hier nur sich ein einziges Mal getroffen? Ein einziges Mal? Gut. Und dann hat er schon drüber nachgedacht, mit ihr zusammenzuziehen? Okay, ich meine, sie wohnt jetzt schon so lange bei Omi und Opi. Vielleicht wäre es ja wirklich an der Zeit, dass sie zusammenziehen. Ich bin gerade ein bisschen geschockt. Ja. Ja, ich würde mich freuen. Zusammenziehen. Wir ziehen zu ihm.
Oh shit, wir haben auch noch die ganzen Sachen da, ne? Bei Omi und Opi. Aber die können wir ja, glaube ich, alle mitnehmen in unserem Inventar. Und dann haben wir auch Geld, falls wir Geld brauchen. Ja, okay. Ja, okay. Wir nehmen mal kein Geld mit. Wir lassen mal Omi und Opi das Geld. Alter! Holy shit. Ich habe jetzt eigentlich eher so damit gerechnet, dass die Übernachtungsgäste sind nach Hause zurückgekehrt. Meine Belohnung habe ich auch verdient. Okay. Wo bin ich? Kontrolle umschalten. Okay, wir haben jetzt beide in einem Haushalt. Die werden aber höchstwahrscheinlich umziehen. Weil wir haben ja gesagt, immer so pro Haushalt eine Welt weiter. Jetzt ist halt die Frage, gehen wir direkt nach Moonwood Hill oder gehen wir in eine andere Stadt? Weil ich glaube, sie ist voll das Großstadtmädchen, weil sie ist ja auch immer noch so ein bisschen auf der Suche nach ihrem Vater, der sie ja sozusagen so ein bisschen im Stich gelassen hat, indem er halt, keine Ahnung, was der Typ macht, vielleicht ist er auch Geheimagent oder so, I don't know. Auf jeden Fall hat er ja mal das Geld nach Hause geschafft zu seinen Eltern, also zu Omi und Opi und so. Und hallo? Okay. Ja, und hier gibt's doch bestimmt auch eine Toilette, oder? Dann lass uns doch mal einmal ganz kurz. Hier gibt's keine Spiegel. Ja, aber Werwölfe können sich doch im Spiegel anschauen. Warum gibt's denn hier keine Spiegel? Hier gibt es noch was zum Pumpen. Also Training und so. Oh, hier ist ein Spiegel. Outfitsplan. Dann kannst du dich da ja mal ranmachen, Outfitplan. Die ist einfach aus dem Nichts ausgezogen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir sehen ihn ja jetzt endlich. Geil. Wir sehen ihn ja jetzt endlich. Atticus, wie sieht er aus? Okay, dieses Heulen ist gerade ein bisschen over. Oh mein Gott. Also, ich bitte euch, es geht schlimmer. Es geht schlimmer. Ja, das werden hübsche Kinder. Das kann ich jetzt schon sagen. Oh mein Gott. Aber er ist auch ein bisschen dreckig. Ja, das werden hübsche Kinder. Definitiv. Kannst du dir trotzdem mal bitte was anderes anziehen? Ich nehme mal das weg. Ja. Ja, doch. Ja, doch. Das Outfit ist mir ein bisschen zu, weiß ich nicht. Ja, gut. Okay. Surprise, surprise. Sehr positiv überrascht, sagen wir es mal so. Dass er auch die ganze Zeit in seiner Wolfgestalt rumläuft. Ja, guck mal, da verabschieden sich die Cam auch direkt. Dass er aber wirklich, dass er die ganze Zeit in seiner Wolfgestalt rumläuft, verstehe ich gar nicht. Können wir mit ihm in seiner Wolfgestalt dingsen? Oh mein Gott. Wie hoch ist er denn? Gut. Aktueller Rang Veteran. Ja, aber wie viele gibt es denn? Er ist da oben. Werwolf-Empathie hilft, andere Werwölfe zu beruhigen. Das kann er. Werwolf-Plage genießt es, Sims zu erschrecken und haben kein schlechtes Gewissen dabei. Meisterliche Transformation verwandelt dich willentlich in eine Bestie. Ah, okay, er kann sich quasi. Ah, cool, okay, er kann sich dafür entscheiden. Wühler. Verbesserter Geruchssinn, das hat er. Territorium markieren, ja, das ist ein bisschen. Boshaftigkeit. Jäger. Nachtsicht hat er. Mondsegen. Dehne die Vorteile des Mondzyklus aus. Jagdtrupp. Leite einen Jagdtrupp. Okay, oh mein Gott, ist er Boss von irgendeiner
Werwolf-Gang oder so. Wen haben wir uns hier angelacht? Also halt wirklich. Und was ist das? Übermütig. Etwas ist in diesem Sim erwacht. Übermütige Werwölfe können ganz schön gereizt reagieren, wenn die Bestie ihn nach Gesellschaft sucht. Wenn sie sich kokett fühlen, steigt ihre... Was? Wenn sie sich kokett fühlen, steigt ihre Wut. Was? Wenn er horny ist, wird er wütend? Hä? Das macht ja... Ja, keinen Sinn. Hä? Hä? Okay. Muss sauber sein. Dieser Sim wird bei mangelnder Hygiene wütend. Okay. Werwölfischer Antikapitalismus zusammen mit der Bestie sind auch Zweifel an den sozialen Normen erwacht. Dieser Sim rebelliert jetzt gegen den Alltagstrott und baut zusätzliche Wut auf, wenn er gezwungen wird, im endlosen zerstörerischen Hamsterrad des Alltags zu laufen. Okay, alles klar. Von Schuld übermannt. Manchmal lastet das Gewicht des Werwolf-Fluch einfach zu schwer auf den Schultern dieses Sims, bauen Wut auf, wenn sie traurig sind. Okay, er wird wütend, wenn er traurig ist. Er wird wütend, wenn er horny ist. Er muss aber immer sauber sein. Und einfach die ganze Zeit, man darf ihm nicht sagen, was er zu tun hat. Weil sonst wird er auch wütend. Aber was passiert denn, wenn er komplett wütend wird? Was macht er dann? Beißt er uns dann? Also beißt er dann Isabella? Oh. Ja, können wir mal... Na ja, wir gehen jetzt mal nach Hause. Oh mein Gott, das ist ja... Wo wohnt er überhaupt? Wohnt er auch in Oasis Springs? Ja, da. Wir nehmen natürlich Atticus mit. Wow. Einfach nur wow. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Bin ein bisschen überfordert. Okay, er schüchtert ihn ein. Und jetzt rennt er weg. Okay. Aber ich habe absolut gar keinen Plan, was mit seiner Wut ist. Kannst du vielleicht mal hier hingehen? Und... Oder warte mal. Geh mal schlafen. Bitte mach kein Baby. Bitte nicht. Wir müssen jetzt tatsächlich noch einmal nach Hause reisen. Hat er ja wirklich gar keine Klamotten an. Nach Hause reisen. Also zu unseren Großeltern. Einmal speichern. Also, oh mein Gott. Na gut, aber dann können wir zumindest einmal gucken. Oh, oh nein. Oh, hat sie dich wieder angeknabbert? Kannst du sie nicht melken? Geh mal die Kuhpflanze melken, Günther. Komm mal hier. Wow. Okay, die kümmern sich um den Garten. Okay, also an sich geht's denen, glaube ich, ganz gut. Ja, jetzt muss ich nur noch einmal gucken, dass ich mit Isabella rübergehe, die Sachen einsammle und dann vielleicht überlege, ob wir nicht mit unserem Werwolf umziehen und wohin wir ziehen. Ah, oh mein Gott, sie ist sogar hier. Sie hat's gehört. Sie hat es gehört. An Türklopfen. Sie wusste, sie muss nochmal herkommen, um ihre Sachen zu holen. Komm rein. Sehr schön. Können wir mal ganz kurz das hier. Ich will das mitnehmen. Das gehört uns. Und der hier gehört uns auf. Oh, Mann. Oh. Das wäre unser Dings gewesen. Das wäre unser Startkapital gewesen für eine Wohnung. Och, Manu. Deine Enkelin braucht das Geld. Wow. Du wirst nun ein Geschenk geben. Der Frosch. Wir geben ihr jetzt einfach ganz viele Geschenke. Oh mein Gott, sie hat schon wieder alles repariert. Ja, guck mal. War sie dafür, dass sie hier die Geschenke bekommen hat, hat sie sich gedacht, repariere ich doch noch einmal das allerletzte Mal in den Rasensprenkler.
Boah, ist das crazy. Ich hätte niemals gedacht, dass wir schon so schnell von der Story her so weit sind, dass wir schon ausziehen. Oh mein Gott, war gar nicht mein Plan. War absolut nicht mein Plan. Jetzt sitzt er da einfach nackt. Kannst du dich vielleicht mal zurückverwandeln? Und auch am besten dann was anhaben, genau. Sitzen. Über Träume reden. Er sieht halt schon gut aus, ne? Geheimnis ausplaudern. Es juckt ihm hinterm Ohr. Mache ich das richtig, weil sie so sehr unbeholfen ist? Gott. Süß. So, ich wollte ganz gerne die Sachen da aufstellen, aber irgendwie funktioniert das nicht. Okay, wir werden in der nächsten Folge umziehen, Freunde. Mit den beiden. Und dann denke ich mal irgendwohin, wo es Wohnungen gibt. Und coole Leute. Ja. Und dann schauen wir einfach mal, was sonst noch so passiert. Ich bin sehr gespannt. Ich bin... Also, dass die beiden sich jetzt so gefunden haben, finde ich halt auch wirklich interessant. Also war halt von Anfang an irgendwie bei denen so ein bisschen Anziehung da, ne? Also, hat ja nicht lange irgendwie gedauert mit den beiden. Finde ich schon sehr cool. Finde ich sehr, sehr cool. Er ist zwar die ganze Zeit irgendwie pisst, also er ist richtig wütend. Gott, stellt euch mal vor, die Leute hätten halt in Real Life immer so ein Schleier, dass man sieht, in welcher Emotionslage sie sich befinden, so wie bei den Sims. Das wäre, glaube ich, anders lustig. Okay, wohin geht er jetzt? Was tut er? Was hat er vor? Im Boden wühlen. Okay, ja, Ecken und Kanten hat jeder. Ne? Sagt man so schön. Und wir sehen uns in der nächsten Folge die Sims 4 alles auf Anfang wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Folge ziehen wir um und schauen, was passiert. Nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Bye, bye.